Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldorum zu einem neuen Part Nintendox plus Cats mit dem Zwergenfürst und Johnny. Johnny, kommst du her? Mein kleines Maskottchen hier ist auch wieder mit dabei. Kommst du mal? Na komm, Johnny. Sag mal den Zuschauern guten Tag. Braves Hündchen, braves Hündchen. Ach, am Pops willst du auch wieder gekraut werden. Ja. Da spiel ich's mal wieder. Part 10 müsste das jetzt sein. Wenn ich mich nicht irre. So, ja, aber jetzt mal genug gekrault. Oh, ist das süß. Hat seinen Hängenschwanz. Ich weiß, das ist eigentlich eine Fehlerziehung. Das ist eine Sache, die man falsch macht. Also die ein Hund falsch macht. Das ist nicht so Gewalt. Hier, den Zwinger wollte ich mal austesten. Das ist nämlich ein Ort, da kann man sich ein neues Mitglied fürs Team holen. Ein neues Haustier. Und hier gibt es nämlich, weil es Nintendox plus Cats ist, halt auch die Möglichkeit, sich eine Katze zu besorgen. Ja, ich denke, das werden wir vielleicht mal machen jetzt. Hier gibt es die Hauskatze. Das ist die hier. Diese Katzen bezaubern durch ihre schönen Proportionen und die vielfältige Farbvariationen. Dann gibt es hier noch den orientalischen. Ihre markanten Gesichtszüge verleihen dieser schlanken Katze eine Aura der Weisheit. Und dann gibt es auch noch den Langhaar, die Langhaarkatze. Das seidige, weiche Fell ihrer Stupfnase, Stupsnase und Kulleraugen machen diese Katze so beliebt. Ja, aus den drei Typen sind ein bisschen weniger als bei den Hunden. Ist ja auch Nintendox, also ist ja hauptsächlich Hunderassen. Es gab, glaube ich, auch mal Nintendo Cats oder sowas. Aber ich würde mir jetzt hier mal direkt meine Hauskatze zulegen. Und zwar einfarbig getigert, Leopardenmuster oder Schildpad. Ich glaube, Leopardenmuster sieht doch hübsch aus. Schauen wir uns das mal an. Oh, kleine Leoparden. Wie süß. Getigert an. Sieht aber auch ganz hübsch aus. Kommt mal her, komm mal her. Och, du siehst doch putzig aus. Nochmal das Schildpad. Oder wie es gesprochen wird, Schildpad. Ist vielleicht. Och, süße Kätzchen. Ich nehme den getigerten. Komm mal her. Kommt zu Papi. Und du hier? Sieht auch ganz putzig aus. Ich will dich mal angucken. Du da. Du da hinten. Süß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nochmal einfarbig. Nee, das sieht zu mau aus. Wie so ein kleiner Haustiger. So ein Haustiger will ich haben. Jo, du siehst doch ganz putzig aus hier. Kleines, braves Kätzchen. Bist du eine Süße? Ich nehme mich. Ein aufgewecktes Weibchen, das bei allen beliebt ist. Ein Weibchen also. 880 Euro. Ja gut, gut, dass mein Budget gerade nur 100
21 Euro beträgt. Müssen wir wohl noch ein bisschen sparen. Okay. Alles klar. Kann ich dir mir gerade leider nicht leisten. Müssen wir den Zwinger leider verlassen vorerst. Sparen wir also für eine Katze. Und finden mal raus, wie wir Geld verdienen können. Da ist Johnny, der Liebe. Vielleicht können wir mal ein bisschen Wettbewerbe machen. Vielleicht kann man dort ein bisschen Preisgeld gewinnen. Aber erstmal muss er gefüttert werden. Gefüttert musst du. Johnny, Futter für dich. Fries. Oh. Der ist aber hungrig, der Kleine. Na dann. Guten Appetit. Hoffe, es schmeckt. Und der Kleine bekommt natürlich auch noch was zu trinken. Verdursten soll uns ja auch nicht. Och, wie putzig, mein kleiner Johnny. Na komm, jetzt können wir mal ausgehen und dann mal einen Wettbewerb bestreiten. Vielleicht können wir dort ein bisschen Geld bekommen und sparen für eine Katze. Du willst doch bestimmt auch eine kleine Katze als Freundchen haben. Dann so ganz allein ist das doch nicht so gut, oder Johnny? So ganz allein ist es doch irgendwann einsam, oder? Okay, der Juniorenpokal in Kursing. Was auch immer das ist, wir werden es kennenlernen. Willkommen beim Kursing Juniorenpokal. In den vorigen Runden haben wir schon grandiose Darbietungen von einigen Teilnehmerpaaren gesehen. Besonders vielversprechend ist heute Johnny mit seinem Herrchen Zwergi. Ich habe zwar noch nie das gemacht, aber was soll's. Doch die Frage ist, werden sie sich gegen ihre Konkurrenten behaupten können? Wir werden es sehen. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber machen wir es einfach mal. Los, komm, Johnny. Johnny. Ah, ein Wettrennen. Was, ich muss den hier irgendwie locken. Was? Komm schon. Nein, Johnny. Johnny, was ist? Wo? Was? Läuft er wieder zurück oder was? Der ist doch nicht gerade zurückgelaufen, oder? Johnny, komm. Was machst du denn? Johnny. Johnny, hier entlang. Johnny. Oh nein, wir verlieren. Wir verlieren doch. Mann, Johnny. Johnny. Hier. Hol den Köder. Mann, Johnny. Johnny. Du sollst hier rennen. Komm. Gleich das Ziel. Komm, hier. Ah, die anderen sind alle schon im Ziel. Mensch, Johnny. Johnny, Leintchen. Johnny. Komm, Johnny. Ah, was ist das für ein Hund?